was für ein wunderschönes Wetter an diesem Januartag. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Ich bin gerade aufgestanden. Ich muss mal einen Praktikumsbericht über die Leoba-Schule drucken gehen. Dann muss ich den so binden lassen in irgendeinem, keine Ahnung was für einen Laden, aber ich weiß schon, wo es einen gibt. Und danach bei dem Wetter kann man sich echt überlegen, mal in den Bergen joggen zu gehen oder sowas. Ich habe gar keinen Plan. Mal sehen. Natürlich muss ich erstmal zur Bank ein bisschen Geld einzahlen. Ich habe gefunden. Dann laufen wir mal gerade dahin und gucken mal. Copy Giant in Höchst. Hier habe ich schon mal meinen Praktikumsbericht machen lassen. War bis jetzt richtig gut, noch preislich mega. Sehr gut. Damit die Leute auch mal wissen, wo die Bachelorarbeit ausdrucken können. Das ist der Beste. Tada! Ich hab's endlich fertig gemacht. Richtig geil. Ich saß da, ich weiß gar nicht, bestimmt anderthalb Monate dran, geschrieben. Hier haben wir ja nochmal schön das Logo. Ist einfach der Hammer. Ich habe jetzt 46 Seiten ausgedruckt und wie gesagt, da hat mir hier vorne noch schön die Folie dran gemacht, was man davon sieht. Hinten ist da so ein geiler Stoff dran. Also es sieht mega edel aus. Wirklich frisch, als hätte ich gerade irgendwie in der Bibliothek das Ganze gekauft. Und ja. Hat mich alles ganz genau 8,50 Euro gekostet, also preislich unschlagbar. Und für die, die wissen wollen, wo es ist in der Königsteiner Straße. Jetzt muss ich mich mal gerade selbst fragen. Königsteiner Straße 51 in Höchst. Die besten Preise und erbindet es einfach nur richtig, richtig geil. Ich bin gerade so glücklich, jetzt kann ich es einfach abgeben und habe eine riesen Last weniger. Praktikum St. Leoba Schule. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns sogar übernächste Woche wieder bei der, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Reflexionswoche oder sowas. Da kommt ein Auto. Reflexionswoche, glaube ich, ist das oder sowas. Dann komme ich vielleicht wieder vorbei. Was macht die denn da hier? Seht ihr die? Und dann kann ich das endlich bald abgeben. Es wird eine 1, oder? Jetzt kann ich endlich nach Hause gehen, in Ruhe frühstücken und erstmal eine Runde chillen. I can't wait for the weekend to begin. Kennt ihr das Lied noch? Michael Gray, The Weeknd. Richtig geil. Da waren gerade, wie nennt man die, Zeugen Jehovas oder wie das heißt? Nee, nicht Zeugen Jehovas, wie hieß es? Da mit diesen komischen Sternen da rumgelaufen sind. Auf jeden Fall war da gerade der Junge, der hat mir gewunken und da habe ich auch mal schön zurückgewunken. Ganz, ganz süßer Kerl. Was geht eigentlich bei euch so am Wochenende? Kommentiert es mal. Ich werde es auf jeden Fall heute hochladen, das Video. Und dann will ich mal ein schönes Kommentar von euch haben, was ihr so jetzt dieses Wochenende macht. Kalt, warm, man weiß ja gar nicht. Irgendwie so gut planen kann man nicht. Rhein-Main-Therme vielleicht, Taunus-Therme vielleicht. Kino. Oder vielleicht auch Party, Rauchen, Saufen, Drogen. So hast du dein Blut nicht aufgezogen. Das war doch irgendein Liedtext von eine Runde Friseur jetzt so spontan. Meine Haare. Ach, kein Bock, ich fahr nach Hause. Scheiß auf Friseur. Jetzt kann das Wochenende losgehen. Ja. Jetzt wieder richtig schön frischer Haarschnitt.